Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht, tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Cohen ist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf. Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Wir glaubten uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Jetzt ahnst du's, habe ich recht? Andrew Ryan. Ryan hat Fontaine Futuristics verstanden. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rathaus getreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell.
Samuel. Es geht mir nicht ums Geld. Ein Wurm blickt nach oben in das Antlitz Gottes. Aber nein, sieh dich genau um. Das ist ja ein regelrechter Würmeraufmarsch. Sie alle hatten Mütter, Väter, Menschen, die sie lieben. Sie haben geheiratet und es mit ihren Ehefrauen getrieben. Warum glaubst du, du seist anders? Ich habe noch keinen Platz an der Wand für dich ausgewählt. Sag mir Bescheid, wenn dir einer besonders gut gefällt. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicon Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicon Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Alle Parasiten versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Du glaubst! nicht blöd, hier habe ich schon nachgesehen. Hey, der hat nicht... Was ist das? Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Das habe ich gehört. Das Wasser... Roger erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Und wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Ich hab's für die Gefahr, dass wir noch hin und wieder gewartet werden. Was ist... Ich lass sie mir von dir nicht wegnehmen!
Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Welcher Panzer! Die Schicksal! Licht verbergen zu können. Wir haben uns geirrt.
Ist euch eigentlich klar, dass wir uns im Krieg befinden? Wenn ihr die Wartung der Big Daddies nicht ordentlich macht, verbrauchen sie die R34er, so wie die Nutten im Eve's Apple Penicillin fressen. Atlas Schläger greifen uns pausenlos an. Diese Woche sind schon zwei Mechaniker draufgegangen. Wir müssen die Verluste so gering wie möglich halten. Wenn ich mit Amateuren hätte arbeiten wollen, wäre ich an Land geblieben. Ich kann dich nicht sehen! So ist recht. Legt euch mit meinen Gizmos. Ich zeig euch, wo's lang geht. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Was? So spricht! Vater! Warum hast du mich verlassen? Ich hab's für dich gemacht, Vater. Dir zur Freude. Verzeih mir, Vater. Ich werde dir gehorchen. Ich tu, was du sagst. Selbst im tiefsten Meer sieht der Herr alles. Vater, ihm entgeht nichts. Warum hast du mich verlassen? Moment mal. Verflucht sei die Frucht! Was ist jetzt das Problem? Wir glaubten uns vor dem göttlichen... Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welch ein Irrsinn. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen.
Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gieriger. Komm hier rüber! Komm schon! Komm her!
Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen.